herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit unserem Magier-Deck. Ihr seht, wir haben immer noch ein sehr, sehr gutes Anfänger-Deck uns eigentlich drin. Das heißt, wir haben nur zwei sehr, sehr starke Karten. Das ist zum einen der Schwarze Ritter und zum anderen der Manipulator. Einfach damit wir ja zumindest mal ganz kleine Möglichkeit haben. Lass die Jagd beginnen. Entschuldigung. Wir bekommen einen Jäger. Gut, Mana-Wurm ist nett, allerdings brauchen wir jetzt hohe Tierchen. Okay, ein Kartenzieher ist gut. Gut, können wir so lassen. Wir werden eh schauen, dass wir möglichst wenig Tierchen jetzt auf der Hand halten. Beziehungsweise auf dem Deck halten. Sehr schön, den Froschblitz wollte ich. Weil Jäger hat natürlich immer diese Möglichkeiten, sein Tierbegleiter zum Spielen ist in dem Deck sehr, sehr beliebt. Und das wollen wir ihm natürlich nicht durchgehen lassen. So, wir haben Argentums Knappin ist blöd, die sollten wir möglichst schnell verfrühstücken. Aber ich glaube, ich spiele nicht und mache die Heldenfähigkeit. So, nächste Runde. Gehen wir auf Karten ziehen oder gehen wir auf erspielten Tierbegleiter? Genau, und hauen ihn hier weg. Das ist schön, damit können wir leben. Wir spielen einfach stattdessen. Nein! Ich bin so blöd. Das gibt's doch nicht. Nein! Ich bin so blöd. Oh, ich wollte mit dem Feuerball ihn noch weg und habe vergessen, dass wir erst in Runde 3 sind. Nein, diese Schmerzen. Klar, da kommt ein Fass und wir kriegen 4 Schaden ins Gesicht. Oh. Ja. Naja, Dummheit gehört bestraft. Aber Gott sei Dank hat er nichts anderes. Oh. Okay, dieses Mal machen wir es richtig rum. Der kehrt weg. Und jetzt müssen wir natürlich hier den ziehen. Und kriegen jetzt unseren Akolyten. Oh, ich bin so blöd. Okay. Aber es sieht eigentlich, er spielt sein zweites Fass. Das ist schön. Damit haben wir ihm die 5er Schäden schon mal weg. Und vor allem, er ist uns nicht direkt ins Gesicht gegangen. Das ist auch schön. Wir sind Runde 5. Ich überlege, ob ich ein Yeti spiele oder dadurch, dass er eh noch nichts auf dem Deck hat, ob ich das Ganze nutze, um hier eine Berserker-Attacke zu machen. Und ich glaube, genau das mache ich jetzt auch. Ich bräuchte auch noch meine Tankabsicherung. Falls er Runde 6 ist, natürlich jetzt die Hunderunde. Da kommt die Hunderunde. Und noch ein Waldwolf. Komm. Gib mir noch einen Waldwolf. Da kommt der Waldwolf. Ja. Es war so klar. Das ist so berechnend. Mal ihn gebufft. Er wird ihn nochmal wegnehmen. Das sollte. Und damit war es eigentlich komplett für einen Popokadepittel. Den 3er Schaden möchte ich eigentlich nicht dafür. Deswegen geht er auf Waldwolf. Er geht auf Adlerchen. Und wir haben immer noch die 4 und setzen den ersten Yeti hin. So. Also das war verschwendet. Gibt es noch eine zweite Hunderunde? Nein, er spielt Makodo. Haben wir damit ihn weg. Und wird hier wahrscheinlich den 2er Schaden drin haben.
Ich würde eigentlich sehr gerne. Ja, dann opfern wir erstmal ihn. So, einmal ihn. Dann bekommt er hier Schaden. Und wenn er jetzt hier eine Falle hat, eine Sprengfalle, ja, da ist eine Sprengfalle. Einem Yeti macht das nicht besonders viel. Er hat ja immer noch drei, seine zwei Fast sind auch schon weg. Wir haben immer noch vier und können damit einen zweiten Yeti hinsetzen. So. Also sehr durchschaubares Deck eigentlich. Nächste Runde würde ich gerne ihn spielen. Er macht einen Tierbegleiter. Hat das Glück, bekommt er auch wieder Schweini. Und spielt sich noch einen Tiger. Gut, Schäfchen geht natürlich auf keinen Fall auf ihn, ist ja verstohlen. Er wird wahrscheinlich unseren Yeti nächste Runde wegnehmen wollen. Deswegen spielen wir einmal unseren großen Ogre. Der hilft gehen mit allem anderen ins Gesicht. So, 10 ist er auf 9. Der hier macht leider erst 6 Schaden. Okay, geht er auf Yeti? Ja, er geht auf Yeti. Okay, den kriegen wir natürlich schon weg. Und den müssen wir wegnehmen. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Hallo, Mäh. Der kommt weg. Und wir spielen unsere Kombination. Das Licht beschützt mich. Dass sie noch da ist. Okay. Weil sie wird sich jetzt dann nächste Runde ums Schäfchen kümmern. Er hat uns jetzt natürlich sehr, sehr hohen Schadenspotenzial. Aber wir haben noch einen zweiten Ogre im Deck, wie ich gerade sehe. Zählt eigentlich ein Schäfchen als Wildtier? Ja, zählt als Wildtier. Er geht mit allem ins und vernichtet ihn entsprechend. Okay. 4 und 5, damit haben wir 7 Schaden. Ich würde allerdings. Ja, machen wir es mal so. Was soll ich nur tun? Wir spielen. Ah, wir bekommen einen schwarzen Ritter auch noch. Und dieses Tierchen hier weg. Ich Er kann kämpfe. natürlich jetzt noch ein weiteres Ich spielen. kämpfe. Aber wir gehen ihm weiter ins Gesicht. Schauen wir mal, was er macht. Okay, und damit kriegt das mit dem Nashorn natürlich weg. So, er hat noch 4, aber hat anscheinend nichts auf der Hand. Das ist schön. Dann hauen wir ihm wieder schnell das Nashörnchen weg. Und zur Absicherung Das war's. machen wir beide noch zu einem Tank, falls er nochmal eine Hunderunde macht. Womit ich allerdings nicht rechne, weil die letzten 14 waren jetzt für ihn richtig eklig. Da wird wieder eine Sprengfalle drin sein. Darauf wette ich. Und Eulti. Okay. Das ist schön. Dann schauen wir erstmal nach. Einmal hier. Dann schauen wir nach. Kommt eine Sprengfalle? Jawohl, da ist eine Sprengfalle. Macht nichts, beide haben ja überlebt. Sind jetzt zwar ein bisschen angeschlagen. Wir spielen noch die Das Licht Argentumsknappe. beschützt mich. Die kann jetzt schön raus. Und wir warten, was er jetzt hat. Er spielt jetzt natürlich auf Kartenglück.
Ein Kosilisk. Oh, ist der süß. Und gib mir irgendwas Schönes. Ja, wir machen eine Opferrunde. Einmal, zweimal, dreimal. Der hier ins Gesicht. Und falls er noch eine hohe Waffe kriegt, lasse ich mir ihn noch drin. Spiele allerdings jetzt sie auch nochmal alles. So, einfach falls er... Da kommt der Adlerhornbogen. So. Als ob ich es geahnt hätte. Machen wir einmal hier. Zack, die fliegt weg. Meine Augen. Dann heilen wir ihn noch ein bisschen hoch. Und der Rest geht komplett ins Gesicht. Und wir haben einen Matchball. Wenn ich das so richtig sehe. Und er gibt auf. Spannende Runde, echt gute Runde. Und wir sind kurz vor der 16. Ja, Monat läuft jetzt eigentlich nicht schlecht oder hat jetzt gut begonnen. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es gerne liken. Ansonsten dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr an dem Deck noch verbessern würdet. Bis dann, tschüss.